Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Auch Christian Schlegel und dann alle da draußen. Aus einem nicht so schönen Anlass. Die Märkte fahren ein bisschen Tal-Achterbahnfahrt, aber vor allen Dingen nach unten seit vergangener Woche. Und Christian hat sich angeboten, ganz spontan dieses Webinar, diese offene Fragestunde hier mit Ihnen, mit uns zu veranstalten, was mich sehr freut. Ich bin Edda Fuchs von der Frankfurter Börse und wir haben jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange es dauert, Zeit. Und Christian wird ein bisschen was dazu sagen, wie Sie mit so einer Marktphase umgehen. Und dann wird er eine ganze Reihe von Aktien einzeln betrachten und wird Ihnen auch gleich sagen, welche. Und vermutlich auch wieder in der alphabetischen Reihenfolge, gehe ich mal von aus. Ich Richtig. zeichne das Ganze auf und werde im Nachgang, ich hoffe, bis Freitag spätestens allen Teilnehmern auch einen Link zu der Aufzeichnung schicken. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die. Das ist das Schöne. Dafür sind wir jetzt hier. Das ist live. Sie haben rechts unten in dem Panel haben Sie ein Fragefeld und wir gucken, dass wir alles nach Möglichkeit beantworten. Dann wünsche ich Ihnen ganz interessante und vor allen Dingen nützliche für die anstrengende Börsensituation nützliche Zeit jetzt. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, bienvenue, welcome. Stressige Zeiten, ja, ganz klar, gar keine Frage. Aber also ich bin es gewohnt, weil ich bin ja seit 1987 an der Börse und damals im Oktober 87, weil wir lesen hier gerade Crash-Modus, ja, da gab es einen richtigen Crash, das waren 25% in einer Sitzung. Das ist dann schon, das war Crash. Ich glaube, das war das Schlimmste, was ich jemals mitbekommen habe. Schön war das alles nicht. Ich muss mit Ihnen ein paar Sachen durchgehen. Ich schalte mich erstmal hier raus, weil Sie brauchen mich hier momentan nicht. Und Sitzungsteilnehmer können Sie sehen, so, dann muss ich das so machen. Und so. Ich muss mit Ihnen diese normalen Dinge durchgehen. Sie kennen das, das ist dieser Disclaimer. Ich weiß, ich rolle auch immer die Augen, aber Sie wissen, dass wir es machen müssen. All das, was Sie in den nächsten wahrscheinlich 90 Minuten hören, ist meine höchst eigene Meinung. Ich bin beim BaFin registriert. Sie können weder die Deutsche Börse noch die Edda Vogt noch die Firma Excellence noch irgendjemand anders dafür, überhaupt irgendjemand dafür zur Rechenschaft ziehen. Es ist keine Anlageempfehlung, Entscheidung, Beratung, oder wie auch immer, das müssen Sie mit Ihren Bankleuten klären. Von daher habe ich dem jetzt hier Genüge getan. Ich will Sie auch nicht über Gebühr strapazieren. Viele von Ihnen kennen das bereits. So läuft es ab. Das sind die Werte. Ich hoffe, Sie können es lesen. Mal schauen, vielleicht kann ich es noch ein bisschen größer machen. Alphabetisch 23 Werte. Schauen Sie mal, wo Sie sich jetzt hier finden, welcher ist. Ich rechne pro Wert zwischen 3 und 4 Minuten. Es gibt welche, da ist es spannender. Es gibt welche, da ist es sehr offensichtlich. Es gibt welche, da kann man gar nichts sehen. Zum Beispiel VW wird so ein Fall sein. Aber wenn Sie jetzt noch, sagen wir mal, Sie sind in Siemens oder in SAP, dann haben Sie hier mal locker 45 Minuten Zeit. Dann machen Sie noch das Brot. Also das wird die Reihenfolge sein. Eins noch vorab. Als ich noch in meiner aktiven Zeit an der Börse habe ich T-Shirts gedruckt, jedes Jahr eins mit einem Motto. Das war das vom Jahr 2002. Das kam also hinten drauf, waren das, da hatten wir also so Werte wie teilweise, kann ich gar nicht mehr erinnern, Gigabell, weiß ich gar nicht mehr, jetzt Byte.com. Aber hier ist auch eine Telekom. Warum zeige ich Ihnen das? Hier gibt es eine Firma, Softbank. Und das ist der Chart von Softbank. Die waren also hier, das ist kurz vor 2001, waren die bei 50, dann gingen sie runter auf, ich glaube, es war 1,49. Und die gibt es immer noch. Und die stehen jetzt irgendwo hier bei 41,90. Es gibt auch noch eine Telekom. Ja. EMTV, ja, ist wahrscheinlich mit dem Boot untergegangen, wo die beiden Jungs drauf gefahren sind. Keine Ahnung, ich nie mehr was von gehört. CMGI, keine Ahnung. Nächsten Tag gehört immer den Boris Becker mit. Also nur, dass Sie mal sehen, das sind Crash-Werte. Und so schlimm war es nun wirklich nicht. Und 20, teilweise 30% verloren. Das ist aber nicht weiter dramatisch, vor allem, wenn man in die Zukunft denkt. Ich habe als Tool wieder den Trader Fox mitgebracht. Ich habe ein Ersatztool dabei, weil in den letzten Tagen war es leider so, dass einige Kursbetreiber die Endkunden nicht bedienen konnten. Ich habe die Kurse vorhin geprüft, es hat alles gepasst. Trotzdem habe ich ein zweites System im Hintergrund. Hier sehen Sie die Liste, mit der wir uns jetzt gleich beschäftigen werden. Alphabetisch geordnet und ich fange an. Stellen Sie ruhig Fragen. Ella, ich habe das Control Panel jetzt ausgemacht. Ich sehe keine Fragen, deswegen musst du mir zurufen, bitte.
wenn etwas ist. Und wir fangen jetzt mal direkt an mit Adidas. Was haben wir jetzt? 18.06 Uhr. Wunderbar. Gerade einen kleinen Schluck nehmen. Ich habe noch eins für Sie. Das ist dieses Ding hier. Das möchte ich gerne immer hier unten hinhaben. Das ist die Herangehensweise, wie ich eine Aktie analysiere. Ob Sie das machen oder nicht, das überlasse ich voll und ganz Ihnen. Aber ich rate Ihnen, egal was Sie machen, machen Sie bitte immer die gleiche Reihenfolge. Dadurch können Sie im Vorbeigehen an einem Computer eine Aktie, die Sie irgendwie im Auge haben, relativ schnell kontrollieren. Und das ist also meine, ich gehe das immer mit Ihnen durch. Das war ein Chart groß. Groß. So, damit wir das gut sehen. Das ist jetzt also Adidas. Ich mache genau diese Herangehensweise. Zählen Sie den Chart durch. Das heißt, es gibt ein wunderschönes Buch von Michael Vogt, das große Buch der Markttechnik. Da können Sie das nachlesen. Wir sind hier im Tageschart drin. Ich fange immer mit dem Tageschart an. Und wir können einfach sehen, wo sind jetzt hier Trends. Ja? Ein Trend ist zum Beispiel, wenn wir ein Tief haben, von einem Hoch gefolgt, und wir haben dann eine kurze Korrektur, es gibt ein neueres Hoch, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief und so weiter. Das müssen wir feststellen. Wir haben bei fast allen Werten, werden Sie feststellen, dass die letzten Verlaufstief, hier zum Beispiel dieses, unterboten wurden. Das will ich einfach nur wissen. Ist es ein klarer Downtrend? Ist es ein noch klarer Aufwärtstrend? Und auf Monatssicht sind wir noch in einem ganz klaren Aufwärtstrend. Oder ist es auf Wochensicht schon wieder etwas anderes? Oftmals ist die Phase, in der ein Wert von einem Aufwärtstrend dreht in einen Abwärtstrend, der braucht dann erst eine Findungsphase. Das dauert dann 3, 4 Wochen manchmal. Und auch das werden wir da bei einigen von den 23 Werten sehen. Also zählen Sie den Chart durch. Hier muss ich sagen, wir haben den Aufwärtstrend verlassen von Adidas, ganz klar. Wir haben das letzte Verlaufstief unterboten. Wie liegen die Bänder? Ganz, ganz wichtig. Es gibt sowohl auf Seiten der Deutschen Börse, beziehungsweise auf der Facebook-Seite oder auf der YouTube-Seite, gibt es die alten Webinare, die Edda Vogt und ich gemacht haben. Bei mir auf der YouTube-Seite auch. Da werden die nochmal erklärt, die Funktionsweisen. Zum Beispiel der Bänder, der Stochastik, der ist MACD. Können Sie überall nachschauen. In eben von der Deutschen Börse, der Börse Frankfurt oder von meiner YouTube-Seite. Wie liegen die Bänder? Die Bänder sind heftig aufgegangen, sowohl nach unten als auch nach oben. Die Adidas hat eine sehr starke Volatilität. Neulich kam dann auch die Meldung, da gar nicht zusammen mit Puma, mit Gucci, mit LVMH, mit Kering, wurden auf einmal diese, und Adidas ist ein Luxusguthersteller oder gilt als solcher, gingen sie auf einmal alle den Bach runter. Das war richtig heftig. Und das war dieser Tag, wenn ich mich hier erinnere. Da ging er erstmal kurz hoch, dann ging er ganz stark runter und dann wieder hoch. Also war sehr, sehr schwierig zu handeln. Momentan ist es so, die Bänder liegen sehr weit auseinander. Und was Sie von mir immer mal wieder hören werden, dass der Bewegung, in diesem Fall abwärts, entgegengesetzte Band ändert die Richtung. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Momentum, die Kraft, die Geschwindigkeit des fallenden Wertes nachlässt. Wenn ich jetzt also dort wäre, müsste ich zusehen, dass ich das Ding hier einigermaßen schnell zumindest glatt mache. Einen neuen Short würde ich, wenn ich das hier sehe, nicht machen. Dazu kommt aber auch, wie liegt das MACD? Das ist hier der Trendfolger, was Sie von mir mal gehört haben. Wenn das zweite Histogrammteilchen hier, also erstes, zweites, ich mache es mal ein bisschen größer, sehen Sie es besser. Hier ist eins sehr tief, kürzer, kürzer. Das erste, das zweite. Wenn das zweite kürzer ist in diesem Fall, ist das für mich auch eine Sache, dass der Markt langsam bremst. Dann haben wir die Stochastik extrem tief. Hier steht, was machen die Oszillatoren? Ich benutze die Stochastik, andere nehmen die relativ stark. Ich überlasse das jedem selbst. Ich habe einen Oszillator mit den Einstellungen 10,33. Das ist die Slow Stochastik. Die gilt als tief, neigt noch nicht ihren Kopf nach oben, ist noch unter 20 und das ist wichtig. Aber es ist zumindest so eine Art Stabilisierung hier. Hat die 50%-Regel irgendwo gegriffen? Dazu sehen Sie hier diese kleinen Linien hier. Das ist einfach Fibonacci. Von dieser Bewegung hier, ich mache es so, das wird jeder anders machen. Das sind bestimmt 10 Fibonacci-Experten hier beim Webinar mit dabei. Dann haben Sie 11 verschiedene Meinungen. Ich mache es so, dass ich vom Ausgangspunkt der letzten Bewegung, also hier 178 bis hoch zum Hoch bei rund 318, ziehe ich das Ding. Und wir haben nichts anderes gemacht, als dass wir auf das sogenannte 50er Retracement, das ist dieses hier, aufgesetzt haben. Bisschen drunter, bisschen drüber, bisschen drunter, bisschen drüber. Von daher ist es eine völlig gesunde Korrektur, nichts anderes. Der Wert ist noch in Ordnung. Er wäre nicht mehr in Ordnung, wenn er hier unter der 231 wäre. Dann haben wir hier eine sehr alte Unterstützung seit 2018.
Die liegt hier im Moment bei 217,56. Jetzt streite ich mich nicht mit Ihnen um die zweite Nachkommastelle. Das ist eine recht wichtige Unterstützung hier. Außerdem gibt es noch ganz knapp hinter dem 61er Retracement, das ist dieses hier bei 231, gibt es noch ein Gap, was wir gemacht haben im Mai letzten Jahres. Das sind also die Unterstützungspunkte. Ich habe jetzt wie gesagt, schauen Sie mal in den wöchentlichen Chart rein. Um ein bisschen Zeit zu sparen, mache ich das jetzt hier nicht. Also nur um das zusammenzufassen, von diesem gesamten Aufwärtstrend ist das nichts als eine gesunde Erholung, die wir bisher machen. Was nicht gut schmeckt, ist das gleichzeitige Unterbieten der 200-Tage-Linie, nach wie vor die Bänder sehr offen. Das schmeckt nicht besonders gut. Kaufen würde ich sie noch nicht als Long-Term-Investor, muss aber damit rechnen, dass sie vor dem Hintergrund von einer hier positiven Technik über die MACD und hier über die Stochastik durchaus ein bisschen höher gehen können in die fallende 20-Tage-Linie rein. So in den Bereich 265 könnten Sie durchaus machen. Ich würde keinen frischen Short empfehlen hier. Generell sind es natürlich keine Empfehlungen, aber ich würde es nicht machen. So, dann habe ich jetzt hier. Ich überlege gerade, also ich habe jetzt lang gebraucht, aber ich wollte Ihnen das halt also auch jetzt hier erklären. Sie werden feststellen, bei jedem Wert wird es jetzt ein bisschen kürzer von der Zeit her, aber es war mir wichtig. Machen wir mal Alibaba. Bei Alibaba und bei den amerikanischen Werten möchte ich schon die US-Dollar-Indikation machen. Die muss ich dann immer separat einstellen. Wir haben hier die Alibaba. Alibaba ist oder hat wenig verloren in diesen ganzen Wochen. Muss man wirklich sagen. Warum? Wir haben am Wochenende in Hongkong mal angerufen. Da gibt es noch nicht so viele Fälle von Corona. Die sagten, na gut, wir gehen halt nicht raus, wir lassen uns über Alibaba alles bringen. Okay, ja, warum nicht? Vollkommen richtig. Also von daher, die verlieren nicht allzu viel. Bei Alibaba, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, ist mir aufgefallen, dass wir, ich mache das mal so größer, wir haben hier einen sehr schönen Doppelboden. Einmal hier ist auch der Tagesschart. Und dieses Low, das liegt bei 199,5. Das haben wir hier auch gesehen. Wir waren sogar mal ganz kurz unter der 200. Solange dieser Doppelboden hält, ist im Prinzip alles in Ordnung. Wir drehen über die Stochastik. Ne? Ich mache es in der gleichen Reihenfolge, damit es bei Ihnen besser durchgeht. Vom Chart durchzählen her. Wir sind ordentlich gestiegen. Wir machen eine Korrektur. Wir haben kein neues Hoch gemacht. Für mich gilt das jetzt hier als letztes Zwischenlow. Und das verbindet sich hier zu diesem Doppelboden bei rund 200. Die Bänder liegen, vergleichen Sie mal mit eben mit Adidas, neutral, ein bisschen breiter, aber auch nicht besonders viel. Kaum Volatilität verglichen jetzt mit Adidas. Da kommen gleich noch ganz andere Werte. Das MACD liegt durchaus positiv. Ja? Wir hatten hier einen langen Zipfel und dann hier immer kürzere. Immer kleineres Histogramm, das ist positiv. Und der Oszillator in Form der Stochastik ist ebenfalls positiv. Ist hier über die 20 gelaufen, liegt schon bei 44, ist grundsätzlich in Ordnung. Hier von den Fibonacci, auch hier nehme ich den Ausgangspunkt der letzten Bewegung, sind wir also hier. Das ist bei 161,5 hoch bis zu 230. Wir haben lediglich das 38er gesehen. Das ist hier mit Mühe und Not auch das 50er bei etwas unter 200. Ich finde, der Wert ist nach wie vor in Ordnung. Er wird ein bisschen kritischer, wenn wir hier die 200 brechen. Da muss man davon ausgehen, dass er auch mal den Bereich 190, 185 sehen kann, vielleicht hier die 200-Tage-Linie. Aber an sich ist das auch von den ganzen anderen Werten, die ich gesehen habe, jetzt hier, die wir jetzt noch sehen werden, sieht er eigentlich recht vernünftig aus, muss ich wirklich sagen. Macht mir nicht wirklich große Sorgen. Positiv wird er erst, wirklich positiv, über 230. Ja, dann, wir sehen das hier schon kürzer. Gehen wir hier in die Allianz rein. Allianz. Das wird gleich sehr spannend, der direkte Vergleich zur Münchner Rück. Kann ich Ihnen jetzt schon versichern. Auch hier wieder die Herangehensweise. Zählen Sie den Chart durch. Ist hier schwieriger? Hast du eine Christian, Frage ganz gestellt? kurz eine Einmischung. Dein Ja? Ton klingt etwas verzerrt. Vielleicht kannst du das Mikro so ein bisschen ausrichten? Ich habe überhaupt kein Mikro. Ich spreche direkt an das Ding, aber ich kann ein Mikro holen. Eine Sekunde. Ich habe eins hier. Versuchen wir Wunderbar. es mal. Haben Ja. jetzt auch einige Teilnehmer angemerkt und bei mir klingt es auch so ein bisschen verzerrt. Super. Ganz kleine Sekunde. Kleine Geduld bitte. Geht gleich weiter. Moment. Neue Audio-Hardware gefunden, bla bla bla. Verbinden. So, das müsste jetzt, muss ich hier, glaube ich, noch auf Systemeinstellungen gehen. Ton.
Klingt schon gleich viel besser. So, jetzt müsste man mich deutlich besser hören. Also hier schlägt alles aus. Probieren wir es mal. Tut mir leid, das war mir jetzt noch nicht bewusst, weil mal ist mit, mal ohne. War bisher kein Problem. Klingt super jetzt. Mikrofon hier. So, zählen Sie den Chart durch. Ist hier ein bisschen schwieriger. Wir haben hier immer mal wieder neue Hochs, aber wir mussten von diesem neuen Hoch ordentlich abgeben. Tatsächlich ist das hier bei 213 war das letzte Zwischentief. Da sind wir drunter gefallen und zwar mit Schmackes von dem Allzeithoch, genau ungefähr wie der DAX, ziemlich parallel, von in diesem Fall 233 und haben auf der 195 aufgesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese 195 hier, diese etwas schwärzere Linie, die haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gesehen. Immer wieder, so knapp vor 200 und in diesem Fall von oben gesehen unter 200. Hier war das eine Unterstützung, hier auch nochmal, hier auch. Und da setzen wir auf. Das ist soweit in Ordnung. Das ist nämlich auch, damit nehme ich diesen Punkt hier unten vorweg, das 61er Retracement von dieser ganzen Bewegung von hier unten aus Januar letzten Jahres hoch bis zu 230, haben wir genau aufgesetzt. Sogar mit einer kleinen Übertreibung auf der 190. Das ist also für die nächsten Tage und Wochen ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir die 194 unterbieten mit Schlusskurs, muss ich davon ausgehen, dass wir irgendwo den Bereich 180 sehen werden und zwar relativ schnell. Deswegen habe ich sie als wichtigen Punkt gemacht. Wenn ich die Bänder sehe, muss ich den Chart hier ein bisschen verändern. Sie gehen beide noch auf. Da ist nichts mit, dass der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band ändert die Richtung. Noch nicht. Es ist zu früh, das zu sagen. Das wird wahrscheinlich, wenn wir nicht unter der 190 sind in den nächsten zwei Tagen, wird das passieren, aber das ist Spekulation und dazu will ich es hier nicht bringen. Also hier oben ist noch nichts. Von den Bändern her ist der Wert noch negativ. Das MACD hat sich etwas stabilisiert, die Stochastik hat sich etwas stabilisiert, noch ohne Kaufsignal. Das heißt, der Wert ist noch gefährdet. Ich würde sie nicht mehr short gehen auf diesem Niveau mit Richtung auf 180, aber ich würde Käufe zumindest noch warten. Wenn Ihnen das jetzt zu lange dauert, sagt, nee, ich will jetzt keine zwei Tage warten, jetzt hier schon mal den ersten Trick, das können wir nachher bei anderen Charts auch machen. Statt in den Tag, gehen Sie mal in die 4 Stunden rein. Das ist genau die gleiche Herangehensweise. Bei 4 Stunden sehen Sie zum Beispiel, die Bänder waren auch auf. Und hier hat das obere Band der Bewegung, entgegengesetzte Band, hat hier Richtung gedreht. Da haben Sie das Ding relativ am Tiefpunkt erwischt. Auf dem 4-Stunden-Chart. Also jetzt eine Kerze 4 Stunden. Aber jetzt geht er erstmal nur so seitwärts. Es ist noch kein Signal auf, wir gehen jetzt wieder zu 210, 220. Das ist nicht der Fall. Hier sieht man ganz deutlich den Bruch, den der Wert gemacht hat, im Bereich 215. Ist auch ein wichtiger Punkt und oftmals geht dann so ein Wert wieder back to breakout und der breakout ist hier. Also ich möchte sie nicht mehr short gehen zum Kaufen, ist es mir noch zu früh. Gehen wir zurück auf den Tag, aber ich habe jetzt hier keine großen Bedenken, dass da jetzt irgendwie eine 180, eine 170 oder sowas in den nächsten paar Tagen draufsteht. Sehe ich jetzt nicht so. Dann hätten wir die, was ist das jetzt hier? Oh ja, Apple. Apple, auch das mache ich auf US-Dollar-Indikation. Voilà, hier sind die Apple. Was hat der Warren Buffett neulich gesagt, seine Lieblingsaktie? Ich weiß nicht, wie viel Prozent er jetzt an seinem Berkshire Hathaway drin hat oder wie viel Prozent er allgemein dran hat von Apple. Apple war einer der ersten Werte, von dem behauptet wurde, die leiden unter Corona, weil irgendwelche Teile aus China nicht kommen können. Tatsächlich habe ich auch ein iPhone 11 bekommen. Das war Ende Januar bestellt und kam dann 4 Wochen später erst. Also relativ lang hat das gedauert, obwohl das jetzt nicht irgendwie eine besondere Farbe war oder so ganz normal schwarz, 128 Gigabyte, ja nichts Besonderes. Aber es hat ziemlich lang gedauert. Ja. Apple, fangen wir auch hier, ich mache sie wieder hoch, die Herangehensweise, zählen Sie den Chart durch. Da gibt es fast nichts zu zählen. Der Wert ist einfach nur hoch, Mini-Korrekturen. Das ist für mich, das ist noch nicht mehr Korrektur, einfach durch. Jetzt ist es das erste Mal, dass er atmet. Und von dem Ausgang der letzten Bewegung, was also hier war im Juni letzten Jahres, hat er mit Mühe und Not dieses 50er Retracement gesehen. Das heißt, die Hälfte der Bewegung von dieser ganzen Aufwärtsbewegung abgegeben. Das ist immer noch gesund. Junge Trends, das nur nebenher erwähnt, fallen oftmals nur bis zu diesem 38er, um dann weiter zu steigen. Das sind junge, dynamische Trends, die noch wachsen wollen. Also
ich nenne das immer Trends in der Pubertät. Ältere Trends, die dann schon Krückstock brauchen, die durchbrechen dann auch ganz gerne mal das 61er. Da weiß man, okay, der Wert hat erstmal seinen Horizont gesehen, sollte nicht mehr nennenswert weiter steigen. Wie liegen die Bänder? Hier können Sie schon eher sehen, die gehen auch auf, aber das obere, das der Bewegung entgegengesetzte, flacht schon ab. Das ist zumindest ein Zeichen, dass diese Bewegung jetzt hier nicht mehr nennenswert nach unten weiter fortgeführt wird. Wir sind im Moment bei 295, das ist Dollar nochmal, bei 295 Dollar, das ist soweit in Ordnung. Ich habe hier jetzt nichts, wir liegen in der Mitte der Bänder, in der Nähe der 20-Tage-Linie, sehr, sehr neutral. Dann, ach so, habe ich hier hingeschrieben, kein guter Trend, das wollte ich Ihnen auch zeigen, das ist wichtig. Das, wie gesagt, ist der Trend eine Kerze, ein Tag. Den kann ich nur einmal, zweimal aufsetzen. Das ist für mich kein guter Trend. Das ist nichts anderes als eine Linie, die für mich wirklich keine Wichtigkeit genießt. So ein Trend muss mindestens dreimal aufgesetzt werden. Deswegen, ich nehme den raus, aber ich fand, das war ein gutes Beispiel, Ihnen das mal zu zeigen, weil die anderen Trends, die ich dann habe, die haben mindestens drei Berührungspunkte. Deswegen habe ich ihn geschrieben, kein guter Trend. Wir sind ja an der 200-Tage-Linie, die hätten wir also auch noch als Unterstützung. Der Wert ist sehr gut unterstützt, Corona hin, Corona her. Ich nehme an, die können sich dann ihre Teile auch irgendwo anders holen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Diese ganzen Streaming-Dienste, das laufen ganz gut. Aber ich möchte sie hier nicht fundamental bewerten, sondern wir sind von dem All-Time-Hoch bei High bei 328, sind der Dollar, sind wir jetzt mal runtergekommen, fast auf das 50er. Klassische Korrektur, sehr gute Korrektur, finde ich alles in Ordnung. MACD ist auch schon wieder schön auf dem Weg nach oben, also setzt die Stabilisierung fort. Hier sehen Sie den Unterschied zu eben zum Beispiel zu Allianz, dass der Wert schon wieder nach oben gestiegen ist. Ich finde das alles völlig in Ordnung, habe damit kein Problem, habe keine Angst bei dem Wert. Der ist nicht in diesem Crash-Modus gefangen. Da gibt es also ganz andere Geschichten, wenn wir uns zum Beispiel, naja, wir werden andere Werte jetzt gleich finden. Von den Oszillatoren her auch positiv, sieht gut aus, ne? Sieht in Ordnung aus, hätte ich keine Angst. Ich weiß nicht, ob ich sie heute hier und jetzt kaufen würde, weil meiner Meinung nach ist der Markt noch nicht fertig. Ja, der zappelt noch ein bisschen. Das heißt, er braucht, bis da Ruhe einkehrt, das wird noch ein bisschen dauern. Mal den nächsten Wert in Deutschland. BASF. Grauenvoll. Grauenvoll. Da zeige ich Ihnen jetzt mal allererst mal den Monatschart. So, eine schöne Aktie, so eine tolle Firma, ein toller Name, Badische Annelin und Solarfabriken. Das ist jetzt, wir sind am 8-Jahres-Tief, das ist jetzt der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Wir waren also hier 2008, waren wir schon mal an diesem Niveau von 54. Und dann haben wir es dann nochmal in 2012 gesehen als Unterstützung. Hier möchte ich sagen, das war nicht viel, das war glaube ich 3 Euro. Ja, und jetzt liegen wir da an dem Ding, momentan mit einem Doji, aber der Monat hatte erst 3 Tage. Also es ist schon fies. Was mir ganz gut gefällt bei der ganzen Monatsgeschichte ist, das ist alles hier schon relativ tief, allerdings ohne ein Kaufsignal zu geben. Gehen wir direkt mal auf den Tag. Ich weiß nicht, was jetzt die BASF mit Corona zu tun haben oder warum in diesem Crash-Modus sind, aber es will keiner mehr haben. Wir werden gleich die Bayer sehen. Die Bayer gefallen mir vom Chart her wesentlich besser. Die BASF sind noch nicht tief genug. Ich habe den Eindruck, die Longs hecheln noch nicht genug. Das ist so ein alter Ausdruck, den wir hatten. Aber gehen wir direkt hier wieder in die ganz normale Vorgehensweise durch. Zählen Sie den Chart durch. Kann ich so nicht. Das ist eigentlich ein klarer Downtrend. Ich kann also hier nichts nach oben zählen. Das ist ein Downtrend, der einfach von hier oben runterbricht, von fast 100. Immer wieder runter und wird halt durch solche markanten Dinger immer wieder unterbrochen. Aber es ist schlicht und ergreifend ein Downtrend. Es gab mal die Möglichkeit eines Doppelbodens hier über der 55, hat sie nicht genutzt. Sind wir auch ein bisschen runter, gefällt mir eigentlich so nicht. Wenn ich, will ich Ihnen auch mal zeigen, wenn ich so einen Chart habe und komme damit nicht unbedingt klar, ziehe ich ganz gern sowas dann auch noch. Damit will ich Sie jetzt nicht nennenswert belasten, das will ich Ihnen zeigen, ziehe ich dann auch noch zu Rate. Und schauen wir das an, das ist von meinem Kollegen Ronny Raudi, ist eine LJ-Wellenberechnung und mein Problem ist immer, ich bin farbenblind. Ich sage jedes Mal, macht doch bitte keine, das sind hier wahrscheinlich wieder rot-grüne Kerzen, sondern schwarz-weiße. Irgendwann macht das vielleicht, ja, wenn er zuhört, bitte Ronny. Und dann heißt es also von dem, dass wir jetzt hier eine kurze Gegenbewegung bekommen bis 57, aber durchaus die Gefahr besteht, dass die bis 43 gehen. Ja. Tatsächlich
habe ich hier momentan nicht viel Positives. Aber gehen wir es durch. Zart durchzählen kann ich nicht. Es ist ein ganz klarer Downtrend. Wie liegen die Bänder? Und hier passiert wieder eins. Und das gefällt mir schon wieder kurzfristig ganz gut. So zum Zocken, zum Handeln. Und der Bewegung abwärts, dass sie gegenüber dem Band dreht. Wenn ich jetzt noch mal einen Tag Ruhe bekomme, dann dreht das hier weiter ein. Das heißt, dass die Bänder wieder zusammengehen und dann würde der Wert tendenziell eher ein bisschen steigen. Das gefällt mir gut. Das MACD hat heute am Mittwoch das zweite Histogrammteilchen auch wieder kürzer, ist auch positiv und geht hier drüber. Also geht nicht drüber, sondern dreht hier. Ich hätte es gern über der 20. Das heißt, ich möchte gern morgen mal bis 13 Uhr abwarten, wenn sich der Wert hier einigermaßen nochmal stabilisiert und die letzten Tiefs von heute und gestern nicht unterbietet, bin ich durchaus bereit, mal hier einen kleinen Long zu riskieren, bis in den Bereich 59 rein, wo die 20-Tage-Linie fällt. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. In K.O.-Scheinen gesprochen wäre das so was wie eine 50,5er Basis. Würde mir reichen. Ich muss keinen hier unten nehmen. Ja. Das fände ich also recht gut. Oszillatoren gut, MACD gut. Hat die 50%-Regel irgendwo gegriffen? Die kann ich hier so relativ schlecht ziehen, weil wir steigen nicht, wir fallen. Ich müsste die von oben ziehen, aber es gab noch keine Korrektur. Deswegen kann ich das hier gar nicht sagen. Auch hier nochmal das Beispiel vielleicht mit dem 4 Stunden. Hier hat es schon gedreht. Das war ungefähr hier bei dieser Kerze, hat es gedreht über die Stochastik. Spätestens hier kam dieses MACD dazu. Das war dann diese Kerze hier. Das heißt, man hätte durchaus schon von hier bis hier hoch in diesem Bereich, auch wo wir jetzt so sind, hätte man durchaus schon einen Long kurzfristig spielen können. Für Endanleger mit einem längeren Zeithorizont ist das nicht geeignet mit der 4 Stunden. Das ist aber sehr wohl geeignet für die Leute, die morgens um 8 Uhr zur Arbeit gehen und nicht da immer reinschauen können, sondern vielleicht nur alle 3, 4 Stunden während irgendwelcher Pausen, ist diese 4-Stunden-Geschichte durchaus annehmbar. In den 4 Stunden muss ich sagen, positiv, positiv. Bänder völlig in Ordnung, leitende Durchschnitte beginnen sich zu stabilisieren. Wenn wir hier dieses High bei etwas über 55 überbieten, hat der Wert Platz durchaus bis 60, bis zu diesem Back-to-Breakout. Also hier jetzt kurzfristig auf diesem Niveau, kurzfristig für die nächsten, sagen wir mal 5 bis 6 Handelstage, habe ich da nicht so viel Gefahr, sehe ich nicht. Ich muss meine Meinung sofort ändern, wenn wir das letzte Zwischentief bei 51,83 mit Schlusskurs unterbieten. Das ist der Stop. Und der liegt ziemlich eng. Das ist eine schöne Wette. Ja, also für einen Händler ist das durchaus interessant. Dann haben wir hier die Bayer. Die würde ich jetzt gerne noch machen in dieser kleinen Runde hier. Das sind jetzt die Bayer. Da sind wir jetzt in 4 Stunden. Entschuldigung, ich muss auf den Tag. Und dann muss ich es mir nochmal hier abrufen. Tag. So. Wunderbar. Die Bayer gefallen mir viel besser. Die hatten oder die haben ihren ganzen Monsanto gedandelt, haben sie, aber eben die Nachrichten, sagen wir mal, die letzten 10, 20 Nachrichten, die ich gelesen habe, waren grundsätzlich recht positiv. Im Sinne von, man reduziert die Klagesumme, man hat genügend Rückstellung gebildet, um mehr zahlen zu können, aber man unterbietet die Empfehlungen der Analysten im Sinne von, die sagen 20 Milliarden, Bayer sagt, vielleicht werden es noch 8 oder 10. Also das gefällt mir eigentlich recht gut. Wir haben auch hier einen schönen, zählbaren, ich gehe wieder auf dieses Ding, zählbaren Aufwärtstrend. Ja. Hoch, kurze Korrektur, weiter hoch, Korrektur, weiter hoch, Korrektur, weiter hoch. Das letzte Zwischentief, mach's mal näher, haben wir unterboten. Das heißt, dieser Aufwärtstrend ist jetzt erstmal kurzfristig ad acta gelegt. Hier kommt die Geschichte mit diesen vertikalen Linien. Ein Berührungspunkt, 2, 3, 4, 5. Ja, da sind wir bei 6. Das sind gute Trends. Das, was wir eben hatten, was waren das? Das war, glaube ich, Allianz. Nee, das war Apple. Das waren nur 2 Berührungspunkte. Gucken Sie noch nicht drauf. Also 3 ist das Mindeste. Je mehr Sie haben, desto besser. Die Bayer waren hoch auf 78 und gehen dann runter zur 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie wird in Deutschland nicht, die wird zur Kenntnis genommen, aber da wird nicht so viel drauf geschaut. Was eher drauf geschaut wird, ist der sogenannte Golden Cross. Das ist, wenn eine 100-Tage-Linie durch die 200-Tage-Linie nach oben oder unten geht. Bei Silber ist das momentan der Fall. Silber macht den Golden Cross. Das war, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, Trinkhaus hat es vor ein paar Tagen mal geschrieben. Fand ich schön. Silber macht den Golden Cross. Fand ich klasse.
Wie dem auch sei, von der letzten Aufwärtsbewegung, die wir also hatten hier im Juni letzten Jahres bis zum All-Time-Highs, auch hier bei der 50%-Regel sind wir genau drauf, sogar ein bisschen drunter. In solchen Märkten mit diesen Übertreibungen, wie wir sie teilweise jetzt doch hatten bei verschiedenen Werten, ja, denken Sie mal an so Aktien wie Continental oder sowas, ja, das ist ja enorm. Ja. Ist das normal, dass wir da mal deutlicher drunter gehen? Diese Kerze hier ist also typisch für solche Tage. Fette Bewegung nach unten, dann holt sich das alles wieder hoch. Das ist also ein Klassiker für solche Sachen. Ich meine dann immer, da muss man halt nicht mit vollem Volumen rein. Ich mache das auch nicht. Ich mache vielleicht naja, ein Viertel, vielleicht ein Fünftel dessen, was ich normal mache. Ich gehe im Gegensatz zu vielen Leuten enger ran an die Werte. Also ich suche mir eine Basis hier, zum Beispiel für K.O.-Scheine. Viele nehmen die dann weiter weg. Ich werde damit auch manchmal gehittet, ja, aber wenn die Dinger dann fliegen sie richtig. Ja, und das macht halt das Bitzel. Deswegen mache ich halt auch nur oder setze ich nur weniger Geld ein. Für einen Investor beispielsweise, der überhaupt keine Position in Bayer hat, wir können es ja mal so rumspielen, würde ich sagen, nimm die ersten 20%. Meine persönliche Christian-Schlegel-Meinung um 18.32 Uhr am Mittwochabend, nimm die ersten 20%. Bitte nicht mehr, weil die können doch mal hier irgendwo ein bisschen runtergehen. Das können sie machen. Eine blöde Nachricht. Ja, und dann geht das wieder los. Und ich bin noch nicht der Meinung, dass Corona fertig ist. Ob es übertrieben ist oder nicht, das möchte ich hier an dieser Stelle, ich kann das selbst nicht beurteilen. Aber wenn Sie nichts haben, können Sie jetzt anfangen. Wenn Sie etwas haben und dann hoffentlich so, dass das respektvoll war im Sinne von, Sie da nicht Ihre Hütte beliehen haben und jetzt in Bayer Long sind, können Sie auch meines Erachtens nach durchaus dazu kaufen. Bayer ist eine gesunde Firma, Monsanto ist so gut wie weg. Die Welt kommt an Bayer nicht vorbei. Die Welt kommt an manchen Banken vorbei, aber an Bayer weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also wie auch immer, 200-Tage-Linie ist auch gut. MACD hat sich ebenfalls stabilisiert, stochastik, liegt kurz vor dem Kaufsignal. Auch hier möchte ich gern warten. Ich habe es heute gemacht, ich gebe das zu, stimmt, das müsste ich sogar sagen. Ich habe eine Position in Bayer. Ich habe heute Morgen gekauft, da waren die. Ich sage Ihnen auch warum. Moment. Das war heute Morgen? Das war dritter? Ne, das war. Genau, wir sind hier drüber gegangen. Über die letzte Kerze, über das Hoch der letzten Kerze von gestern sind wir drüber gegangen. Das war für mich dann letztendlich nochmal das Signal. Ich glaube, wir ziehen das Ding hier oben raus. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in diesen Bereich reingehen. Das ist ein 73, an die, das sind 200er gleitende Durchschnitt. Also ich bin jetzt mal long, habe das mal probiert. Ich muss Ihnen das aber sagen, ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich die habe. So, hier sind wir wieder. Diese Make-or-Break-Line, also MOB heißt Make-or-Break. Das ist diese Linie, die aus dem letzten richtig großen Zwischentief kommt. Da darf sie nicht durch. Das wäre gleichzeitig ein Unterbieten A der 200-Tage-Linie, B des 61,8ers, C von diesem Tief. Da darf sie nicht runter, das ist 60,80. Wenn sie das täte, muss ich davon ausgehen, dass die 55 nicht reicht und der Wert sich wirklich nochmal mit der 51 beschäftigt. Sehe ich momentan nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube eher an eine kurzfristige Korrektur. So, und jetzt trinke ich mal was. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, ich würde mal sagen, weil wir liegen sensationell in der Zeit. Wenn Sie jetzt Fragen haben, dann stellen Sie doch mal ein paar Fragen. Dann kann ich die auch beantworten. Ich gebe Ihnen dafür mal so 2, 3, 4 Minuten. Und es gibt eine ganze Menge Fragen schon. Stellen Sie ruhig mal ein paar Fragen. Ich sehe die nicht. Ah, da ist ja Edda. Ja, ich gebe sie dir weiter, Christian. Es gibt Edda, schon eine ich ganze höre dich Menge. Nicht. Du hörst mich nicht? Ich höre dich nicht, nein. Hört der Rest mich auch nicht? Moment. Müsste eigentlich zu hören sein. Bin ich jetzt zu hören? Christian, du hörst mich nicht wegen deinem Kopfhörer vielleicht? Ich mache mal das Mikro raus. Vielleicht hängt es damit zusammen. Das wird mich so ja. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt? Ja. Dann ist es ja, gut, dann wunderbar. Das Entschuldigung. Ja, dann stelle ich mal ein paar Fragen. Dann müssen wir beim nächsten Mal dran denken, dass du dein Mikro wieder rausnimmst. Also die erste war ganz allgemein. Warum glaubst du, dass China-Aktien so stabil sind? Viele Aktien oder China-Aktien? Ja, China. China-Aktien, ehrlich gesagt, mit denen habe ich, achso, das war jetzt nur Alibaba. Ja gut, das ist für mich, glaube ich, der einzige Grund, ist, weil die halt mittlerweile auch viele Sachen nach Hause liefern. Ich kann ja mal,
Ein Bild reinmachen, weil die halt viele Sachen auch nach Hause liefern. Also deswegen, bei Alibaba mache ich mir keine Sorgen. Wir kommen gleich zu BYD, wir kommen zu Geely. Da sieht es dann vielleicht anders aus. Okay, dann die nächste Frage, ob du Standardeinstellungen nutzt. Das war ganz am Anfang bei der ersten Aktie, die du analysiert hast. Das Bollinger Band ist eine Standardeinstellung 20-2. Gleitende Durchschnitt ist bei mir 10, Simple Moving Average und 20 und 200-Tage-Linie. MACD ist auch die Standardeinstellung 12, 26, 9. Das sieht man hier unten links. Und die Stochastik ist bei mir die Slow Stochastik mit 10, 3. Also grundsätzlich ja, sind eine Standardeinstellung. Okay, dann die nächste. Da hat der Zuschauer das Gefühl, dass sich der MACD und die Stochastik immer die gleichen Signale geben, ob man da Nein. nicht einen von den beiden weglassen könnte oder worauf Nein. sollte man achten? Das ist so, dass MACD ist ein Trendfolgemodell und der Oszillator, der Stochastik ist ein Oszillator. Der Oszillator ist ich würde schätzen, 95% der Fällen schneller. Ungefähr, also auf Tagessicht einen Tag schneller, auf Stundensicht ein bis zwei Kerzen schneller. Das MACD braucht deutlich länger, um zu drehen. Und, Entschuldigung, das MACD kann man nur gebrauchen, wenn wir trendstarke Märkte haben. Man kann es nicht gebrauchen in Seitwärtsmärkten, dann ist es völlig hinüber. Okay, die nächste Frage ist, ob das einen besonderen Grund hat, dass du den Fibonaccis einmal von oben nach unten ziehst und dann das andere Mal von unten nach oben. Nein, hat es nicht. Es ist, finde ich gut. Ich habe es vergessen. Ich hätte das sagen sollen. Es ist tatsächlich so, ich ziehe sie jetzt in diesem Beispiel, ich ziehe sie von unten nach oben. Ich habe dann jetzt hier unten die 100 und dann hier oben die 0. Das ist im Prinzip nicht richtig. Im Prinzip sollte man vom Ende der Bewegung anfangen bis zu deren Anfang. Mein Problem hier ist es, da muss ich das jedes Mal ändern. Manche von diesen Werten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, haben dann hier oben so einen kleinen Halbkreis. Da kann man das dementsprechend drehen. Also das hat der Zuschauer ganz richtig, wirklich vollkommen richtig gesehen. Ich mache es mir einfach, ich ziehe sie von unten nach oben und da kann es manchmal sein, dass hier das 61er eigentlich das 38er ist. Das stimmt, ja, ist vollkommen richtig. Mein Fehler hätte ich sagen sollen, tut mir leid. Aber ich kann es hier, ich müsste es dann jedes Mal drehen hier. Jedes Mal manuell, das wollte ich nicht. Ich zu faul. Noch eine Frage zu Bayer, was du für eine Basis für einen Knockout siehst. Bayer, Moment. Ja. Bayer, Bayer, Bayer. So. Also ich meine jetzt eben gesagt, wenn der 4 Stunden, ich bin jetzt schon drinne, was ich genommen habe, ist eine, boah, das war eine 61,59er, da liege ich hier, da, ziemlich genau da, etwas unterhalb von diesen 61er, aber das ist eine Hardcore-Option. Ich weiß nicht, was der Zuschauer für einen Zeithorizont hat. Man muss doch bedenken, da kommt bald eine Dividende oder die Hauptversammlung. Im Prinzip gehört die richtige Basis hier irgendwo unten drunter. Niemals auf die volle Zahl wie 60, sondern eher sowas wie 59, sowas zum Beispiel. Das würde reichen. Das ist dann auch noch 59, mal schauen, jetzt sind wir bei 67, das wären 8 Euro, dann sind wir beim Hebel von 8. Also ist mir persönlich als Händler zu wenig, aber ich sitze auch den ganzen Tag davor. Es ist wirklich eine Geschmackssache, wie oft der Zuschauer, der die Frage gestellt hat, vor dem Bildschirm sitzt. Ich glaube, das war's in der Runde. Mach doch bitte dein Mikro wieder rein wegen dem Ton. Wenn du die Einstellungen aufs Mikro umstellst, kannst du wahrscheinlich auch die Ausgabeeinstellungen lassen. Also einfach mal schauen. Ich guck mal. Ja, dann wird es nämlich besser. Jetzt höre ich dich. Witzig, jetzt höre ich dich. So, neue Audio. Diese eigenen möchten Sie haben, jetzt zu wenden und zum Mikrofon Lautsprecher zu wechseln. Ich mache das jetzt mal so. Und dann muss ich das nachher raus. Upp, stopp. Das war falsch. Das ist so. Und er weg. Jetzt dürfte man mich nicht mehr sehen. Wir können weitermachen mit BYD. Wir hatten im, oh Gott, wann war denn das? September, August hatten wir ein Webinar. Da hatten sich die Leute BYD und Geely gewünscht. Ich habe damals gesagt, BYD ist die Aktie für Anleger und Geely ist die für Zocker. Und das bleibt auch nach wie vor so. Ich finde es ganz erstaunlich, wie gut die sich halten. Da war neulich die Zahl, dass der Umsatz für die Automobilindustrie in China um 90% eingebrochen ist. Daraufhin haben erstmal hier die ganzen Werte nachgegeben, also die VW und BMW und Audi dieser Welt. Aber BYD bleibt da oben. Das ist der Buffett-Wert.
Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Also die Chinesen kaufen auch jetzt nicht unbedingt irgendwie was BYD-mäßiges oder Geely-mäßiges. Ich finde es ganz erstaunlich, wie die Degen. Ich finde die nach wie vor schicker und interessanter und stabiler als die Geely. Wenn der Wert hier über diesen Bereich geht, dann sind wir bei 6,72 Euro. Dann haben wir erst wieder irgendwo zwischen 8 und 9 sinnvolle Widerstände. Von der Technik her ist es so, Sie sehen, wie die Bänder hier rumflattern. Es ist schon erstaunlich. Ne? Wir sind also hier von 4,50 in wenigen Tagen hoch bis zu 5,65. Das sind ja mal, das sind richtige Sprünge. Ob dieser Kurs richtig stimmt, weiß ich nicht, weil das sieht mir ein bisschen zu, das sieht mir ein bisschen zu heftig aus. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Von der Technik her, die Bänder sind völlig neutral, da ist nichts. Die sind zwar breit, aber das ist nichts. Ich mache wieder das Bild hier rein. Rein vom Chart her sind wir noch in einem Downtrend. Allerdings droht der zu brechen, das heißt droht, wird er hoffentlich gebrochen eben über diesen Bereich von 6,60. Wenn er da drüber geht, ist es grundsätzlich positiv. MACD ist neutral, leicht negativ. Stochastik ist neutral, ganz leicht positiv. Also sehr, sehr gemischt. Ich würde sagen, in einem insgesamt positiven Marktumfeld sollte BYD deutlicher steigen als der Markt. Ich glaube allerdings, in einem weiter schwachen Marktumfeld wird die BYD nicht allzu viel nachgeben. Ich kann auch hier relativ wenig Fibos anlegen, weil es ist, die Bewegungen sind teilweise, also ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie anlegen sollte. Ich wüsste wirklich nicht. Ich könnte sie hier, ja, das könnte ich jetzt mal probieren. Ich könnte sie hier anlegen bis zum, ups, bis zum Tief. Das wäre von hier. Ja. Und dann haben wir eine Korrektur gemacht von dieser ganzen Bewegung, also von 9 runter bis zu 4, fast bis zu diesem 50er. Ja, ja. Also von daher, ich mag den Wert nochmal, ich mag ihn auch lieber als die Geely. Ich glaube, dass in einem positiven Marktumfeld die eher steigen werden, und zwar überproportional. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn der Markt weiter runterkommt, werden die nicht nennenswert nach unten verlieren. Leider gibt es hier relativ wenig Derivate für Geely auch. Da gibt es, glaube ich, nur 2, maximal 3 Anbieter, die da das anbieten. Ja, sollten Sie die kaufen wollen, müssen Sie natürlich ganz klar hier drunter gehen unter die 4. Geben Sie lieber oder verzichten Sie auf Hebel statt 20, 30, machen Sie vielleicht nur 5 oder 6 oder 7, aber kaufen Sie sich dafür Sicherheit. So würde ich das gerne sehen wollen. Dann haben wir hier Coca-Cola, wurde sich auch sehr häufig gewünscht, war ich auch angenehm überrascht, hatten wir noch nie hier. Jetzt muss ich hier auf Moment, Tag, bin ich Tag. Komme ich hier gerade eben nicht in die amerikanische Indikation rein. Also ich bin das in der Euro-Indikation. Also die Leute wollen immer trinken und die gehen immer zu McDonald's und die kriegen dann immer Cola. Bei dem anderen kriegen sie Pepsi, bei McDonald's kriegen sie Cola. Was mir aufgefallen ist, wir haben hier einen richtig schönen Doppelboden hier. Das mache ich mal raus. Das mache ich mal aus. Hier, richtig schönen Doppelboden in etwas unter der 47. Der gefällt mir sehr gut. Wir haben ordentlich verloren von der fast 56 runter bis zur 47. Also mal richtig durchgeatmet. Dieses Durchatmen war bezogen auf die letzte Bewegung. Also hier vom März letzten Jahres bis, oder wo ist die Aktie hier, von 39 bis auf 55. Auch hier wieder genau, ziemlich genau das 50er gesehen. Sie müssen sich das immer so vorstellen. Der Markt besteht ja, sagen wir mal, vor 20 Jahren waren es nur Menschen. Mittlerweile, da gehen jetzt bestimmt die Meinungen auseinander. Ich würde mal schätzen, wenigstens 50, wenn nicht sogar mehr Prozent der Marktteilnehmer sind Maschinen. Die wurden programmiert. Die haben verschiedene Programme beinhalten, sei das jetzt, ob das jetzt Fibonacci ist. So, bei dem 50er kaufen wir mal, aber halt ein paar Prozent runter geben wir es wieder als Stop-Loss. Oder dass es vielleicht ein Band ist, also aufgrund der Bollinger-Bänder. Oder dass es wie hier die 200-Tage-Linie ist, dass sie dann aktiviert werden. Sie müssen sich die Punkte suchen, bei der verschiedene Gruppen zusammenwirken. Hier sind es also die Chartisten mit dem Doppelboden. Hier sind es die Fibonaccis mit der 50er-Zahl. Hier sind es die Leute mit den gleitenden Durchschnitten über den 200er gleitenden Durchschnitt. Also hier gibt es einige Gruppen, die hier zustande kommen. Und je mehr Gruppen Sie da identifizieren können, umso eher gilt das als Unterstützung. So denke ich mir das immer. Wir sind, ich mache es wieder hoch, vom MACD her, auch hier, da
Das Histogramm, das ist so, ist schon wieder nach positiv oder positiv gerichtet. Fällt mir also auch positiv. Die Stochastik über die 20 drüber ist auch positiv. Käme ich nicht auf die Idee, hier nochmal irgendwas reinzufixen, also short zu gehen, würde ich nicht machen. Ich muss meine Meinung ändern. Wenn wir hier unter der, sagen wir mal, 47 schließen, dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir nochmal ein paar Euro drunter machen. Aber ich finde, das sieht absolut in Ordnung aus. Erstes Ziel wäre dann im Moment eine 53, wo die 20er, der 20er Kleid im Durchschnitt die Mitte der Bänder ist. Auch hier die Bänder, das obere, das der Bewegung entgegengesetzte Band, ist schon in der Horizontalen, wird nicht mehr viel, dann klickt es. Aber bitte warten, bis das wirklich knickt. Auch hier probieren Sie es mal über die 4 Stunden oder über die 1 Stunde, wie Sie ein Feintuning machen über einen Einstieg. Eine Basis hier für Knockouts wäre jetzt zum Beispiel hier unten drunter. Die aggressive Variante wäre ein 45er. Eine konservativere wäre dann hier so eine Bereich 42,5. Ich habe mir jetzt die Derivate nicht angeschaut, muss ich ehrlich zugeben, auf Coca-Cola. Das habe ich mir nicht angeschaut. Gut, dann haben wir hier Coca-Cola, Commerzbank Banka. Also, da habe ich neulich einen Film gemacht. Sie wissen, ich mache ja YouTube-Filme. Jede Woche 3 Stück. Ich versuche immer einen für eine Akte zu machen, 2 für Indizes. So probiere ich das. Da ist mir also aufgefallen, ich gesagt, hier, die Commerzbank, die waren jetzt so lange immer an der 6, haben sie dann immer, sind sie gescheitert. Dann knallen die hier durch. Diese 6 war auch hier wieder eine Verbindung aus einer 200-Tage-Linie, dann mit einem Dreifachtop hier. Und dieser Downtrend, der ist auch schon ziemlich lang, der kommt nämlich hier vom 1.2.2018. Da sind die komplett durch. Und wenn dann so ein Ding durchgeht, dann fängt das Fliegen an. Das fand ich alles in Ordnung. Das konnte ich nachvollziehen. 2, 3 Tage vorher ist die Deutsche Bank ordentlich gegangen. Das hier fand ich dann jetzt schon ein bisschen arg hardcore-mäßig, muss ich wirklich sagen. Ich habe es verstanden, dass sie wieder auf diesen Trend zurückgeht. Nochmal auf diesen Ausbruch hier, auf dieses Dreifach-Top bei rund 6. Das habe ich verstanden. Da war auch die 20-Tage-Linie. Da war auch der Downtrend. Da ist auch die 200-Tage-Linie. Allerdings war das 5,80. Ich habe es nicht begriffen, warum wir gerade eben bei 4,86 handeln. Die verschiedenen Aussagen in der Journal, also bei den Journalisten, ist halt, naja, durch Corona werden viele Firmen pleite gehen. Ja, das glaube ich. Da bin ich mir sicher. Das sind kleine wie große Firmen, die wirklich davon abhängig sind, was sie aus China oder wo auch immer Sachen herbekommen. Aber da bin ich wirklich von überzeugt, wenn das passiert, A, sind diese ganzen Kredite nicht bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank oder bei der Sokshen, bin ich da sicher, dass der Staat auch da helfen wird. Zumindest in Deutschland kann er das. In Italien weiß ich das nicht. In Spanien kann er es auch. In Frankreich denke ich auch. In Italien würde das ein bisschen schwieriger werden, ja, weil es dem Staat da nicht so gut ging. Gehen wir mal hier ganz kurz über die Bänder auch wieder durch. Die Bänder gehen weiter auf. Das ist also, die sind schon sehr, sehr weit, also auch historisch gesehen, und machen nochmal ein Ding nach oben. Da ist noch nichts mit, dass der Bewegung entgegengesetzte Band. Also die sind immer noch im, ich möchte sagen, freien Fall, aber das gefällt mir nicht hier. Das darf mir nicht gefallen. Ja, muss ich ehrlich sagen. Also die Bänder sind nach wie vor negativ. Das MACD, verglichen mit den anderen Werten, die wir vorher hatten, ist das Histogramm immer länger, nochmal länger, nochmal länger, nochmal länger. Erst wenn das Ding hier 2-mal kürzer ist, muss ich einen größeren Long überlegen oder muss ich einen Long überlegen. Im Moment, ich habe auch hier, muss ich dazu sagen, kleinere Long-Positionen, die sind allerdings zu verschmerzen. Das ist bei mir, ist das eine Basis 4,42, glaube ich, ist das, als Optionsschein, Open-End-Schein. Weil ich konnte es mir ab hier nicht mehr vorstellen. Hier habe ich dann das erste Mal draufgelegt. Ja, da gingen die dann runter. Ich habe es einfach nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es war für mich nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich dann hier bei 5 nochmal was probiert. Nochmal mit 60 Cent Abschlag, also über 10%. Ja. Aber die verlieren ja jeden Tag 3. Grauenvoll. Die Stochastik gibt auch hier noch nicht mal den Hauch einer Stabilisierung. Nichts dergleichen. Also ich muss davon ausgehen, wenn Sie diese wichtige Unterstützung hier bei 4,64 unterbieten, dann wird es schwierig. Da muss ich auch damit rechnen, dass da eine 3 vor dem Komma steht und nicht eine 4. Hier will ich auch gar nicht auf irgendeine 50% Korrektur gehen. Wenn es eine Korrektur gibt, dann ist die hier gefesselt an diesem Downtrend. An diesem Downtrend, an der 200-Tage-Linie. Also im Moment sieht das alles andere als gut aus. Da muss man schon ein bisschen
Hoffen im Sinne von, warum sollten die Banken so extrem viel verlieren? Das sind ja über 30% hier. Das schließt sich mir nicht, dass es so viel sein soll. Dann kommen wir mal zur Covestro. Wir liegen in der Zeit. Oh Gott, liegt noch. Okay. Covestro, das ist ein schöner Chart. Der ist schön zu malen. Wir haben hier einen klassischen Trendkanal. Einmal kurz gebrochen mit einem Tag und ansonsten oben festgehalten. Und wir sind genau an diesem Trendkanal unten. Und wir haben jetzt den vierten Tag, eins, zwei, drei, den vierten Tag in Reihe, wo der hier unten dran bleibt. Diese horizontale Linie, Moment, die zeige ich Ihnen auch, die kommt von der Börseneinführung her. Moment, das muss ich über den Wochenchart zeigen. Hier. Da. Das war die Börseneinführung da 2015 und dann sind wir da hochgelaufen, von da ist abgebrochen. Erst als wir da drüber gingen, ging er weiter. Da kommt also diese Linie hier. Wir haben auf Wochensicht, das ist jetzt Wochensicht, also eine Kerze, eine Woche, haben wir im Moment einen Hammer. Was mir dabei besonders gut gefällt, aber es ist erst, was haben wir, Mittwoch, ne? Mittwoch, ja genau. Hätte ich gern am Freitagabend. Wenn ich das am Freitagabend habe, dann würde ich sagen, die ganze nächste Woche wird positiv, denn wir sind außerhalb des unteren Bandes und wieder reingesprungen. Gefällt mir. Aber noch ist nicht die Woche Ende. Aber es ist ein sehr schöner Trendkanal, bisher gut bestätigt, dreimal unten bestätigt, ja, einmal, also ist hier vorne einmal, zweimal, dreimal und jetzt das vierte Mal. Gefällt mir gut. Sollten wir unter dieser 3 und 3, hier unter diesem Punkt hier liegen, wo ist das Ding? Hier. Wenn wir unter die 33,40 gehen, muss ich meine Meinung revidieren. Aber hier gehe ich kurzfristig davon aus, hier fängt auch schon eine Stabilisierung an, genauso wie bei den Oszillator, muss ich davon ausgehen, dass wir tendenziell hier eher wieder Platz haben, um in die Mitte der Bänder bis zur 20-Tage-Linie zu gehen. Und vielleicht ein bisschen drüber. Auch hier, das der Bewegung entgegengesetzte Band ändert leicht die Richtung. Es fällt noch nicht, aber es ändert, es steigt nicht mehr, es geht nicht weiter auf. Finde ich eigentlich ganz gut, finde ich fast genauso schick wie Bayer. Und auf jeden Fall schöner als BASF. 50%-Regel habe ich hier nicht drin, weil dieser Trendkanal ist einfach, der ist einfach zu schön. Ja, wirklich schön. Aber nochmal, wenn das Ding hier drunter geht, unter die 33, 30 und dort schließt, muss ich meine Meinung revidieren. Kurzfristig auf jeden Fall denke ich, das ist eher entlastend. Dann hätten wir die Daimler. So, Moment, jetzt habe ich das. Ja, die Daimler. Wir sind auf dem tiefsten Kurs seit 2012, schon seit 2012. Das ist schon, es ist einfach frustrierend. Ja, das heißt, wer das Ding vor 8 Jahren gekauft hat, der hat nichts verdient. In der Zwischenzeit waren sie 80, da waren sie sogar höher. Da waren sie hier an der 85. Also es ist schon bitter. Ole Källenius, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt, sie hätten ein Kostenproblem. Ist ja schön, wenn er das erkannt, dann soll er es ändern. Hier gehen wir auch wieder ganz normal durch. Zählen Sie den Chart durch. Das ist ein ganz klarer Downtrend. Dieser Downtrend wird erst nach oben verlassen, wenn wir mit Schlusskurs die 45 überbieten. Erst dann kann man sagen, okay, das war's. Hier kommt was Gutes. Die Bänder, das ist der Bewegung, das war hier von 45 bis 37 entgegengesetzte Band, ändert ganz klar die Richtung. Also das könnte schon sein, dass es dann hier auch ein bisschen hält. Auf diesem Tief seit 2012. MACD, der erste kürzere Balken, Stochastik auch leicht positiv, aber es ist definitiv noch kein Kaufsignal. Das kann sich hier noch über Wochen ziehen, dass der hier unten sich so rumlümmelt. Und deswegen ist es so, dass hier muss man noch ein bisschen warten. Aber sie hat zumindest die Möglichkeit, eine Chance zu machen. Auch hier schauen Sie bitte ab und zu mal auf den 4-Stunden- oder auf den 1-Stunden-Chart. Vielleicht bekommen Sie da einen besseren Blick, wo Sie in die Aktie rein können, wenn Sie das wollen. Ich muss auch hier meine Meinung revidieren, wenn wir unter 36 schließen. Das wäre nicht schön. Aber im Moment, wenn ich das hier so sehe, finde ich, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Gebe ich dem Ding eher ein paar Euro nach oben. Short gehen möchte ich die auf dem Niveau nicht mehr. Dann haben wir, ich muss immer auf meine Notizen hier achten, aber das sind andere Werte. Daimler, ja, Gold. Wissen Sie was, um ein bisschen Zeit zu sparen, ich mache immer das Gold rein. Ich habe vorhin einen YouTube-Film über Gold gemacht. Wenn Sie Schlegel YouTube oder YouTube eingeben und Schlegel, ist das der neueste Film. Das sind 4 Minuten 30. Das spare ich Ihnen jetzt hier, weil wir haben ja doch noch einige Aktien hier auf der Liste. Das spare ich Ihnen jetzt hier. Tenor war, ich war der Meinung, dass wir hier eine Seitwärtsphase kriegen. Und der nächste Tenor ist der, dass
Ich weiß nicht, was der Wert hier will. Für mich ist das eine 50-50 Chance, ob hoch oder runter. Ich habe es aber in dem Film deutlicher gesagt. Dann erspare ich Ihnen das nämlich jetzt hier und gehe direkt mit Ihnen weiter zur E.ON. E.ON, schauen Sie mal, was ich da gemalt habe. Das sieht doch klasse aus, oder? Ich muss mir gerade eben was zu trinken eingießen. Also das ist dieser E.ON. Ich mache das mal länger rein. Ganz, ganz langer E.ON Downtrend. Ja. Der ist aus 2008, da stand das Ding noch, ich glaube, 45 oder 50 und knallt dann dementsprechend runter. Ich werde nie vergessen, dass ich anfing an der Börse und noch Lehrling war, beziehungsweise beim Banklehrling, ja, kaufen Sie eher einen RWE, da haben Sie was fürs Leben. Ich weiß nicht, wie die 87 standen, ich glaube nicht, dass der was fürs Leben hatte. So. Jetzt bist du weit gemacht. Dieser Trend hier, der allerdings von 2008 kommt, der hat immer wieder eine Bewandtnis gehabt. Immer wieder. Ja, wir sehen das hier, dann haben wir da viel mitgespielt, hier nochmal gespielt, dann war es dann hier der Punkt, wo wir rausgegangen sind, wieder drauf aufgesetzt. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt das nochmal sehen bei 7 oder 6, aber bisher hat er eine größere Bewandtnis gehabt. Die E.ON ist mit den RWE zusammen in den letzten Monaten eine der besten Aktien. Gibt es kein Wenn und Aber. Und wenn der E.ON steigt von 8 auf 11,20 Euro, dann sind es 3 Euro, das sind fast 50%. Ja, das ist, ich habe immer gesagt, E.ON ist so eine Sleeping Beauty. Ja, wenn die mal einer wach küsst, dann geht die auch ordentlich. Ja, und dann macht die auch eine schöne, langgezogene Bewegung. Das hier ist eigentlich tendenziell, das war die letzten Jahre immer mal wieder solche Bewegungen, aber wenn die dann wirklich einmal von irgendeinem Prinz da wach geküsst wird, dann zieht das Ding nach oben durch. Und auch jetzt hier in den letzten Tagen eine der besten, eine der stabilsten Aktien. Auch hier wieder das Bild. Wenn wir den Chart durchzählen, egal wo sie anfangen, wir haben hier die letzten beiden Zwischenhochs bei 10, haben wir überboten, sind wir drüber. Das heißt, der Markt ist positiv. Wir sind über diesem Trend, der x-mal berührt wurde, ist positiv. Wie liegen die Bänder? Die liegen absolut in Ordnung. Die sind noch nicht mal, das ist keine starke Volatilität, die den Wert begleitet. Starke Volatilität, das ist in dem Zusammenhang. Viele denken da gleich an Wirecard, das stimmt ja. Aber die höchste Volatilität momentan im DAX hat die Deutsche Bank. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich glaube es waren 52. Ja, das ist hoch, ja, das ist richtig, richtig hoch. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass die Commerzbank höher ist, aber die ist ja nicht mehr im DAX. So, also die Bänder geben überhaupt kein Signal hier. Wie liegt das MACD? Ja, auch schon wieder positiv. Für die, die einen kleineren Schirm haben, ich mache es mal größer. So, ist auch schon wieder positiv. Ist jetzt auch der zweite kürzere Histogrammbalken. Super gut. Wie ist der Oszillator? Stochastik dreht, war unter der 20, ist über der 20, das ist positiv. Das ist definitiv kein Short. Von den Fibos her, ja, wir fangen also hier unten an, ich nehme den tiefsten Punkt bei 8 bis zum höchsten bei 11,57 und das ist das, was ich sagte mit dem jungen Trend. Der Trend in Pubertät, der geht nur bis zum 38er, auf den Punkt genau und knallt dann wieder hoch. Das ist super. In dem Moment, in dem die hier über die 11,57 gehen, signalisieren die mir, die gehen auf 13, 13,5, 14. Das ist kein Short mehr. Ja. Das können Sie sich aussuchen, was ist schöner, RWE oder E.ON? Weiß ich nicht, überlasse ich Ihnen. Aber beide Werte sind in meinen Erachten, auch wenn wir jetzt hier nicht über die RWE sprechen, kein Short mehr. Finde ich also grundsätzlich wirklich in Ordnung. Auch hier, wenn sich einer hier über K.O.-Produkte probiert, ich sehe keinen Grund, warum ich nennenswert von der 10,23 gehen soll. Vielleicht, naja, machen wir eine 9,80er Basis. Das ist in Ordnung. Ja. Aber das Ding ist für mich ein wunderschöner Chart. Und wenn eine Aktie die Börsenphase so überlebt, wie jetzt gerade eben die E.ON ist, das spricht das für den Wert. Linde. Also ich muss gerade eben mal rechnen. Wir haben 19 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder so knapp. Ja, ich habe ja gehört, ich habe ja schon die Edda gefragt. Sie hat sich also schon eine warme Wollsache mitgenommen, was zu essen. Was ich ein bisschen länger brauchen. Okay, aber ich mach ein bisschen schneller. Linde, habe ich das letzte Mal gehandelt, als der Herr Reitzländer noch Chef war. Ich kann Linde nicht wirklich richtig greifen, deswegen, ich mache das hier auch ganz statisch, zählen Sie den Chart durch. Der Chart war so lange in Ordnung, solange wir diesen Punkt hier bei 79,26 nicht unterboten hatten. Das heißt, jetzt dieser Aufwärtstrend ist erstmal gebrochen. Der Wert befindet sich in der Findungsphase. Wir haben sowohl das 38er, sehen Sie hier, als auch das 50er Retracement gesehen, touchiert, leicht unterboten.
Dieser Punkt hier, das ist bei, Moment, wo ist jetzt hier wieder mein Fadenkreuz? Hier. Dieser Punkt bei 165, ich runde leicht, ist ganz wichtig. Der wird von hier oft einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal bestätigt. Ist für Linde eine ganz wichtige Marke. Da möchte sie bitte nicht drunter schließen. Dann hat sie nämlich nur noch hier unten die 160 als Unterstützung, 160,80. Wir sind von den Bändern hier, sind die weit. Auch hier, es dreht noch nicht nach unten. Da hatten wir also wesentlich schönere Geschichten eben schon. Ist immer noch leicht negativ. Wir kommen nicht über die 200-Tage-Linie drüber, die ist bei 179. Also da tut es jetzt hier so ein bisschen schwer. MACD weiter positiv oder wieder positiv. Stochastik auch wieder positiv. Ich würde schätzen oder ich gebe dem Markt eine 51-49 Chance, dass er eben auch in Tagen der Entspannung auch eher mal wieder ein bisschen steigt. Wäre allerdings nicht meine erste Wahl. Dann haben wir Lufthansa. Das ist natürlich Lufthansa und TUI. Das waren zwei der am meisten gewünschten Werte. Ich habe diese Charts habe ich angefangen am Montag, weil ich kann das nicht alles an einem Tag machen, das dauert zu lang. Deswegen, ich hatte hier diesen Doppelboden. Der kam also seit, der war hier von Anfang 2017, werde ich nie vergessen, wie das Ding dann einfach nur hoch ist, ja, über ein Jahr lang. Was haben sie alle geschrien? Was haben sie hier drauf gefixt? Und das Ding geht nie wieder hoch. Und dann ging es weiter hoch. Und als sie dann hier oben waren, kam die letzte Kaufempfehlung einer namhaften Bank, die sagte, ja, wir kaufen die jetzt in Richtung 35. Da waren sie 33, glaube ich, oder 32. Ich sage nicht, wer es war, aber ich habe nur gelacht. Egal wie. Wir hatten also hier jetzt den Doppelboden und den haben wir sogar auch schon unterboten. Lufthansa ist eine der gesündesten Airlines überhaupt. Die wollten jetzt schon wieder irgendwas übernehmen. Die haben auch sofort reagiert und gesagt, wir werden genau wie Fraport keine neuen Leiter einstellen. Erstmal. Ja. Natürlich, das tut denen wahnsinnig weh. China-Geschäft. Teilweise dürfen sie auch nicht mehr nach Russland fliegen. Iran sowieso nicht. Also ganz, ganz schwierig. Und da können jeden Tag irgendwelche Verbote sein. Bitte fliegt da nicht hin. Gar keine Frage. Muss ich momentan noch nicht haben. Aber wer sie nicht hat, noch nicht, der kann jetzt anfangen. Ich würde jetzt noch nicht, bin noch nicht so mutig zu sagen, ich nehme jetzt den 10er-Schein. Das mache ich noch nicht. Dazu brauche ich, sagen wir mal so, weniger Infizierte. Aber hier alles, MACD, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander. Das Bollinger Band, es dreht leicht. Das der Bewegung entgegengesetzte obere dreht leicht, ist positiv. Das MACD stabilisiert sich, ist positiv. Die Stochastik stabilisiert sich, ist positiv. Der Chartpunkt scheint zu halten. Ich würde die nie im Leben hier irgendwie noch fixen, auch wenn die jetzt von mir aus auf 11 gehen oder nochmal 10. Dann warte ich lieber und kaufe was, aber ich gehe die nicht short. Ein erster Widerstandsbereich liegt bei mir hier um die 15 und das können die ganz locker werden. Und in dem Moment, in dem da irgendeiner sagt, hallo, wir haben Mittel gefunden, gehen Sie mal davon aus, dann steigt das Ding einfach 10 bis 15, vielleicht sogar 20%. Das ist, die haben so viel verloren und es ist eine, wie ich finde, durchaus gesunde Firma. Das ist überproportional, aber ich kann es verstehen. Der Markt sagt sich einfach, gut, dem bricht das Geschäft völlig weg. Wir kommen gleich zu TUI, wenn wir sowas Ähnliches sehen. Eigentlich sogar noch schlimmer. Und zwar haben wir jetzt hier 11 km/h. Also ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt. Edda, vielleicht kannst du das bestätigen. Also da gibt es eine Goethestraße, in Düsseldorf heißt das Ding Kö und in München heißt das Ding Maximilianstraße. So, und normalerweise, wenn alles gut läuft, gehen sie da durch. Es ist schon relativ voll, insbesondere am Samstag. Da haben sie so einen Grüßaugust an der Tür, der passt auf, dass sie da wirklich reinpassen, macht die Tür auf, dann stehen sie drin. Dann versuchen sie verzweifelt, eine Verkäuferin zu finden, finden vielleicht eine, die spricht dann nur Russisch oder die andere nur Chinesisch oder eine nur Japanisch. Ich habe da geschaut in den Läden, die Läden sind leer, da ist nichts. Das ist das Problem von denen, ob das jetzt Kering ist oder Gucci oder LVMH, da wird momentan nichts eingekauft. Und den Flair zu erleben, in einen Laden reinzugehen und dann diese Taschen da anzufassen, das muss was ganz Besonderes sein. Also mir bringt es nicht so viel, aber es muss was ganz Schickes sein. Deswegen ist das Online-Geschäft bei denen gar nicht so toll. Ja. Und es ist unheimlich wichtig, jetzt muss ich hier schauen, LVMH war eine der besten Aktien in den letzten Jahren. Und von dem letzten Aufwärtstrend, 242 hoch bis zu 438, haben die auch bisher nur bis zum 38er korrigiert. Mehr ist es nicht. Das finde ich eigentlich okay. Es ist noch dieser pubertäre Trend. Ja, die dürfen von mir aus auch gerne auf das 50er gehen, weil das verbindet sich dann mit 1, 2, 3 Unterstützung. Also die 340 dürfen Sie sehen, wird mich nicht jucken. Und ich würde unter der 340, was ich hier als sehr wichtig eingeschrieben habe, dieses sehr wichtig bezieht sich auf diesen Pfeil, bezieht sich auf diese Linie 340,
Da würde ich unten drunter eine Basis suchen für denjenigen von Ihnen, der long gerichtet ist. Die Bänder, das ist der Bewegung, hier, das obere kippt runter, finde ich gut. MACD geht nach oben, finde ich gut. Stochastik geht nach oben, finde ich gut. Ist für mich kein Short mehr. Ob ich es jetzt kaufe, das Timing machen Sie bitte über einen 4-Stunden- oder einen 1-Stunden-Chart. Aber ich finde das in Ordnung. Ich glaube, die hat genug reagiert von 440 auf 360. Das sind, oder sogar tief, ja doch ein bisschen unter 360. Das sind auch 80 Euro. Das ist in Ordnung. Ja, das sind auch 20% überproportional. Mir gefällt die. Das ist eine der gesündesten Firmen überhaupt. Genauso wie, also aus diesem Bereich, genauso wie Kering. Finde ich gut. Münchner Rück, ich hatte vorhin schon gesagt, schauen Sie mal den Münchner Rück an. Vergleichen Sie das mal mit Allianz. Das ist mal eine fette Erholung. Ja, also Erholung im Sinne von Korrektur. Der Wert ist Ewigkeiten nur gestiegen, insbesondere seit August letzten Jahres. Einfach nur hoch. Ja. Ich bin nicht so ein Münchner Rückfreund. Ja. Das ist nicht mein Ding. War auch die letzte, das war die einzige Position von Buffett in Deutschland. Die ist er eingegangen, ich glaube 2008 oder 2009, irgendwie da. Hatte die aber auch dann nach 2, 3 Jahren schon wieder verkauft. Die haben hier ordentlich abgegeben. Ich will jetzt hier gar keinen Fibo auflegen, weil dieser Trendkanal ist für mich so schön hier. Den finde ich ganz hervorragend. Und in den sind sie wieder eingetaucht. Back to Breakout. Ja? Wir sind einmal hoch an die 230, dann nochmal hoch, dann sind wir durch und drüber. Und genau da haben wir wieder aufgesetzt. Back to Breakout. Da brauche ich keine Fibos immer momentan für. Das ist auch hier so, dass die Bewegung, oberes Band, es dreht. Es fällt leicht zu drehen. Finde ich positiv 1:0. Wir handeln an der 200-Tage-Linie, haben die sogar leicht unter Boden. Finde ich auch in Ordnung. Wir sind back to breakout. Finde ich super. Der Chart ist sauber, clear, fein. MACD steigt, Stochastik steigt. Ist für mich auch ein Wert, der tendenziell eher die 20-Tage-Linie, die jeden Tag fallen sollte oder fallen wird, wieder aufsuchen sollte. Finde ich gut. Also ich mag den Wert. Es ist in Ordnung. Es ist, ich handle die nicht. Ich glaube, ich habe die noch nie mal im Leben gehandelt, Münchner Rück. Außer mal einen Kundenauftrag. Ich handle die nicht, aber wer sie mag, und ich kenne einige, sagt, also das ist für mich absolut in Ordnung. Meine Meinung muss sich ändern, wenn wir unter der 220 schließen. Aber selbst dann hat sie bis 210 runter genügend Puffer. Da darf sie nicht runter. Ich weiß nicht, wie das ist momentan. Ich habe die Bilanzen nicht gelesen. Ich habe mir die nicht angeschaut. Wie gesagt, das ist ein Wert, der spricht nicht zu mir. Ich habe mit dem Ding nichts zu tun. Gucken wir mal aber jetzt hier auf den nächsten Wert. SAP. Erhofft in aller Welt Munde, will ich auch gar nichts zu sagen, das gehört hier gar nicht hin. Wir hatten hier eine sogenannte Wedge. Der eine oder andere von Ihnen wird Golf spielen, also Wedge, W-E-D-G-E, eine Wedge, das ist also, das sieht aus wie so ein Golfschläger, wie die Schlagfläche des Golfschlägers. Wir sind darunter, wir hatten ähnlich wie in Allianz, und SAP ist der schwerste Wert im DAX. 1% in SAP sind nach wie vor auch, warte, jetzt muss ich überlegen. 1 Euro in SAP sind, ich glaube, es waren 12 Euro im DAX. Oder waren es 13? Müsste ich nochmal genau nachschauen. Aber so ungefähr war das. Ja. Wenn die dann mal 5 Euro steigen, sind das gleich 60 Punkte im DAX. Wir waren hier am All-Time-High und machen dann einen sogenannten Black Bozu. Das heißt, der Körper, der Schwarze, ummantelt den Weißen. Wir fallen einfach nur runter. Wir durchschlagen die Wedge, wir durchschlagen die 200-Tage-Linie. Und hier verglichen mit allen anderen ist es noch nicht fertig, dass der Bewegung entgegengesetzte Band dreht noch nirgendwo. Das heißt, hier ist das Ding fertig und es wäre ein Traum, wenn die nochmal auf die 105 gehen würden. Da ist nämlich das Gap von Anfang Oktober. Das wäre sehr schön, aber wenn die SAP so fallen, dann müssen sich die anderen 29 Werte schon ordentlich anstrengen, um diesen Kursverfall und dadurch die Hergabe von den DAX-Punkten ein bisschen aufzufangen. Aber nach wie vor, SAP ist ein super gesundes Unternehmen. Alles, was Cloud heißt, ist bei denen, da klingeln gleich die Dollarzeichen. Ich mag SAP, aber jetzt im Moment muss ich sie noch nicht haben. Ich möchte gerne, dass sie sich hier irgendwie ein bisschen weiter stabilisieren. Ich würde es mir wünschen, dass das Band hier oben runterkommt. Hier ist schon eine kleine Stabilisierung, MACD. Hier ist noch nicht mal der Hauch eines Kaufsignales, gar nichts. Muss man warten, ist zu früh, um da was zu machen. Am liebsten nochmal runter zu 105, ist für mich kein Short mehr. Also ich mache das nicht. Das ist mir zu heiß. SAP, gerade bei SAP ist mir das zu heiß. Dann hätten wir die Siemens. Tja, Siemens. Ich hatte das mal erwähnt, der eine oder andere von Ihnen weiß, das war nicht meine Schüler. Ich war da mal Market Maker. Da bin ich geschworen, ich werde die nie wieder handeln. Ich habe es gehasst. Siemens zu handeln ist einfach nur ätzend. Aber ich habe es neulich auch mal wieder gemacht. Das hat sogar richtig Spaß gemacht. War so ein bisschen Nostalgie dabei.
Wir hatten hier eine sehr schöne Unterstützung, die ist leider gebrochen. Das war bei 92,80, die ist gebrochen. Jetzt handeln wir hier schon wieder ein bisschen drunter. Wir haben diesen Trendkanal hier. Das ist auch ähnlich wie in, was war das, Covestro. Ein sehr schöner Trendkanal, mehrfach bestätigt. Ja. Das ist jetzt schon ziemlich tief, der ist unter 80. Ja. Das will ich mir nicht hoffen. Siemens ist mit SAP und Allianz sind es die drei großen DAX-Punktebringer. Wir sind hier drunter. Ich habe eine Mini-Unterstützung hier noch gar nichts. Ja. Und das ist das, deswegen ich sage, achten Sie darauf, dass es hier bitte über die 20 geht. Denn wenn es das nicht macht, das ist jetzt über Wochen, jetzt schon 4 Wochen. Und wenn Sie da gehofft hatten, dass das hier hochgehen, dann sind die Siemens immer noch von 113 long. Ja, und jetzt stehen sie unter 92. Deswegen ganz, bei mir ist es ganz statisch. Erst wenn das Ding über 20 geht, mit Schlusskurs, erst dann gehe ich rein, freue mich. Da bin ich ziemlich zickig, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr zickig. Mache ich nicht, will ich nicht. Aber ich habe also auch hier eine kleine Unterstützung über die Bänder, eine kleine über das MACD, noch keine über den Oszillator. Ich muss hier noch ein bisschen warten. Ich würde positiver werden, wenn wir hier über den Bereich von dieser Kerze gehen. Das wäre bei 95,30. Im Moment muss ich davon ausgehen, dass wir hier unten irgendwo noch uns einen Boden suchen müssen. Das hier war, meine ich, die 84,50. Genau, aber das will ich jetzt noch mal nicht hoffen. Jetzt mal schauen. Ich glaube, die werden ihr Fähnchen in den Wind hängen, je nachdem, wie der Markt in den nächsten Tagen geht. Dann haben wir Siemens. Oh ja, jetzt kommt eine auch sehr häufig gewünschte Aktie. TUI. Ich mag die. Ich mag auch Herrn Jussen. Ich mochte seinen Vorgänger nicht. TUI, wenn Sie da mal reingehen, Wikipedia, das ist irre. TUI, wie das alles herkommt. Tourismus, Union, Industrie oder sowas. Tourismus, Union, International. So hieß das früher. Dann wird es aufgelöst in Preußack. Das ist richtig spannend. TUI hat den Doppelpop. Ja, also mit dem 737er, die da am Boden stehen müssen, mit den Schiffen, die teilweise irgendwo vor irgendwelchen Häfen stehen, die gesamte Reiseindustrie. Also es ist, ich weiß noch, wie Sie die neulich alle haben wollen. Schauen Sie sich mal den Chart an. Wenn Sie das hier sehen, da denken Sie doch Hütte beleihen und long gehen. Ja, und dann passiert das hier. Tack, 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 tack. Aua, ouch, ouch, pfui, böse. Ja, so sieht es denn aus. Ja? Also so schnell kann man sich eine Aktie täuschen. Ich habe die schon Ewigkeit nicht mehr gehandelt. Wir hatten hier einen sehr, sehr schönen Boden in dem Bereich von 8, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal getestet. Da sind wir durch 6,80. Aber auch hier nur eine Mini-Stabilisierung, gar keine Stabilisierung. Bänder gehen noch auf. Das ist ein Fangen eines fallenden Messers, oder wie heißt das? Ne? Greif nicht in ein fallendes Messer. Das muss man lernen. Ich mache das noch nicht. Also wir müssen davon ausgehen, wir können noch weiter runtergehen. Ich zeige Ihnen mal hier den Wochenchart. Das ist einfach nur gruselig. Insbesondere nach dieser Kerze, als es also schön sah. Die TUI werden bei mir erst besser, wirklich besser, über 11,40. Schlusskurs. Alles negativ. Mache in den Wochenchart, dass Sie mal sehen, die waren tatsächlich schon mal tiefer. Das war hier. Da waren wir, wann war denn das? Das war am 14.11.2011. Die sind also richtig. Und dann waren, ja genau, da waren sie hier auch nochmal. Genau, da gibt es dann, da bei 3,20, da hören sie dann auf. Nein, ich will nicht unken. Ja, das wird einer der Werte sein, wenn irgendwo die Meldung kommt, wir haben Corona im Griff, geht auch das, genau wie Lufthansa, 20% an einem Tag. Das möchte ich fast, nein, ich nenne das Wort, ich will, aber da glaube ich dran, sagen wir es mal so. Ja, aber auch hier Wochenchart, die Bänder gehen auf. Wir sind außerhalb des Bandes. Hier ist es negativ, hier ist es negativ. Wir sind unter die wichtigen Unterstützer. Da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit mitbringen. Ich glaube, hier ist es auch zu früh, die klassischen 10% zu kaufen. Das ist einfach zu früh. Das bringt noch nichts. Warta, die beste Aktie des letzten Jahres. Jetzt muss man ganz kurz was trinken. Entschuldigung. Das ist jetzt wieder ein Tag. Und was hat sie gemacht? Hier habe ich die Fibos mal angelegt von eben diesem Auspuffpunkt bei 24,22. Ich weiß, ein Schüler von mir, der wird jetzt gleich wieder grinsen. Wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, hier, komm, wir machen sie bei 26, kaufen wir uns die einmal und legen es mal hin. Ja, das war so langweilig, weil es zog sich über Wochen, aber es nicht gemacht. Ja. Da gehen sie hoch bis auf 127 und jetzt haben sie nicht nur das 38er, 50er, sondern sie haben auf dem 61,8er Retracement aufgeschlagen. Das ist eine super gesunde Firma. Jeder von uns hat irgendwas von Warta irgendwann mal am Tag in der Hand.
wo auch immer das überall dran ist, diese ganzen Batterien. Wir haben eine Stabilisierung, aber noch kein Kaufsignal über das MACD. Wir haben ein kleines Kaufsignal über die Stochastik. Wir sind auf das 61er aufgesetzt, das heißt, wir haben aufgesetzt und davon schon wieder die 20-Tage-Linie gesehen. Das ist immer das Schönste. Ich finde sie hier momentan neutral. Ich werde sie erst kaufen, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist so über 91. Weil im Moment, es sind 20 Euro weg, das weiß ich. Wer keine hat, kann es probieren. Weil hier kam man ja nirgendwo mehr rein. Da müssen sie dankbar sein für solche Tage, dass sie da endlich mal wieder reinkommen. Es ist eine super Firma. Ich finde die ganz klasse. Von den Bändern kein Signal. Wir sind in den gleitenden Durchschnitt rum. Hier treffen sich gerade, das ist 10, 20 und 200 Tage Linie. MACD, wie gesagt, neutral, Kaufsignal über die Stochastik, weil da jemand gefragt hatte, die sind nicht immer zeitgleich, sind sie nicht. Es kommt einem manchmal so vor und es ist schön, wenn es beide sind, aber es ist nicht so häufig der Fall. Hier ist jetzt die Stochastik gut, MACD noch nicht. Und deswegen, ich bin der Meinung, das ist tendenziell von hier aus eher nach oben zu sehen als nach unten. Es ist eine absolut super Korrektur. Mag ich gern, muss ich ehrlich sagen, mag ich gern sehen. Ich muss meine Meinung etwas revidieren, wenn wir unter der 63 schließen, weil dann gehen sie vielleicht auch nochmal hier in diesen Bereich 50 rein. Aber ich finde, das ist eine super Firma. Ich glaube nicht, dass die das tun werden. Dann haben wir Volkswagen. Volkswagen kann, ist eigentlich eine, zum Handeln ist das eine schöne Aktie. Für einen Endanleger ist sie eher langweilig, weil das hier zum Beispiel ist jetzt eine Phase, von wann war denn das? Von 2018. Das ist nichts anderes als eine Seitwärtsphase. Eine große Range von 139 zu 160. Das können Sie als Endanleger, wollen Sie sich haben, als Händler, da ist das Weltklasse. Ja, super. So, wir haben jetzt wieder den unteren Teil der Range gesehen, bei der 140. Und sind auch schon wieder hoch. Die Bänder, das obere, Bewegung entgegengesetzte, ändert die Richtung, positiv. MACD ändert die Richtung, positiv. Stochastik ändert die Richtung, positiv. Ich habe hier nichts Negatives. Ich sehe also auch hier eher den Teil, dass wir in diesem Bereich hingehen, back to breakout, dahin 161. Das ist jetzt erstmal nicht viel, ist mir auch klar, das ist bei 155, 80. Ja. Aber das ist so die erste, weil da treffen sich dann 20-Tage-Linie und eben dieser Chartpunkt, das ist das erste. Der zweite ist 170, wirklich positiv werden sie über 175. Finde ich gut, glaube ich, hat das Schlimmste schon hinter sich. Wer war das gestern? Nicht KPMG. Irgendeine von diesen Prüfungsgesellschaften hat gesagt, dass im Jahr 2021 die deutschen Automobilkonzerne führend sein werden bei der Elektromotorisierung. Oh, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn sie Geely und die anderen alle kaufen, dann vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Ich denke, die haben den Trend ganz schön verschlafen. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum letzten Wert. Wirecard. Ich weiß, aufgrund der Erfahrung, die ich habe viele, viele Webinare und Seminare gehandelt. Ich könnte jetzt Folgendes sagen. Wirecard ist eine durchaus schwierige Aktie. Das geht bei Ihnen im linken Ohr rein, im rechten Ohr raus. Deswegen muss ich jetzt, ich muss das jetzt triggern. Ja, ich brauche jetzt ein Wort für Sie. Dann habe ich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Wirecard, die Aktie Wirecard ist eine Mega-Bitch. Das muss man einfach so sagen. Die ist so schwierig zu handeln und da kann sie selbst noch mal gar nichts dafür. Ich glaube schon, dass das Geschäftsmodell, ich habe es nicht ganz verstanden, ich gebe es zu, von Wirecard gut ist. Ja? Aber die stehen ja laufend in der Presse. Entweder lancieren sie selbst was, das ist natürlich alles ganz toll, ja, oder dann gibt es halt dann die Inselaffen. Sorry, ich muss das so sagen. Ja? Das ist in dem Fall, das ist eigentlich so lächerlich, was da die Zeitungen hin und her bringen. Aber die Bewegungen sind exorbitant. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden hier auf einer falschen Fuß erwischt. Ja? Deswegen Wirecard ist ein Bitch. Ich mag sie eigentlich ganz gerne, weil wenn die mal eine Richtung nimmt, dann zieht sie die auch durch. Ja? Bis so ein Big Ship, mal so ein Tanker, bis das mal bremst, das dauert. So, Wirecard an sich, rein von der Technik, ohne irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Zeitungen aus irgendeinem Kontinent dieser Welt gelesen zu haben oder momentan zu lesen, ist es so, wir haben einen fantastischen Downtrend. Das war die Börseneinführung hier, da so im September 2018. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ein sehr guter, ein wichtiger, ein von vielen Leuten beachteter Downtrend. Die Bänder sind weit, das obere kippt, positiv.
Das MACD dreht nach oben, positiv. Die Stochastik dreht nach oben, positiv. Was machen die Oszillatoren? Ich nehme jetzt nochmal den letzten hier. Ich zähle sie jetzt auch wieder von hier an. Ja, muss ja schon drauf drücken. Ja. So, guckst du hier. Wir sind komplett einmal durch. Ja, sind wir. Aber das ist der Klassiker für Wirecard. Deswegen, bei Wirecard die Fibos anzulegen, ist ambitioniert. Überhaupt die technisch zu sehen, ist sehr ambitioniert. Wir haben hier jetzt einen insgesamt, das ist noch nicht mal ein Dreieck, ich weiß nicht, das ist ein Trend, der zusammenläuft. Der obere, den haben Sie gesehen, der untere ist ähnlich. Ja. Die laufen hier zusammen und das sind die Berührungspunkte. 105 und 145. Drüber positiv, drunter negativ und dazwischen spielen sie rum. Ich gehe die nicht mehr short. Ich finde den Bereich zwischen 110 und 100 tendenziell kaufenswert. Aber wenn Sie nochmal da durchgehen sollten, muss, also durch die 100 zum Beispiel, muss ich davon ausgehen, dass da auch mal eine schnelle Bewegung nach unten kommt, nochmal von 10, 15 Euro. Ganz, ganz schwierig für Derivate zu handeln. Aber ich denke, die haben hier irgendwo ihren Boden gesehen und anscheinend beruhigt sich diese ganze Zeitungsgeschichte. So, jetzt mache ich hier mal mein Mikro. Edda, wenn du möchtest, ich schalte mich auch hier mal irgendwie dazu. Wir können jetzt auch gerne noch ein paar Fragen. Ja. Also wir haben jetzt ein paar zu Indikatoren zuerst. Ich sammle die mal ein bisschen, ob du auch an den Rebound, auf den Rebound an der Trendlinie achtest. Den Ringer, ja, nehme ich zur Kenntnis. Ja, aber nicht so sehr. Das Programm, so wie ich es eben gezeigt habe, so bringe ich das auch bei der Capital Markets Academy von der Deutschen Börse. Ich halte mich immer an das. Ich kann Ihnen empfehlen, machen Sie sich ein Programm, halten Sie sich immer an das dran. Deswegen, ich nehme das zur Kenntnis, aber das hier, was hier links unten ist, ist für mich wichtiger. Okay, und dann noch auch nach zwei Indikatoren. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Den ersten habe ich noch nie gehört. Parabolic SAR. Und den Ichimoku Kinko Ryu. Ichimoku, fangen wir mit Ichimoku Kinko Ryu an. Ich kann nicht mit dem. Mein Problem ist, ich bin farbenblind. Das haben so viele Leute schon versucht, mir zu erklären. Ich erkenne es einfach nicht. Ich kenne es ganz ehrlich zu. Ja. Ich bin Daltoniker und leider, ich kann damit gar nichts anfangen. Aber das Ding hat seine Berechtigung. Parabolik ist nicht meins, ist mir persönlich zu mathematisch. Ja, aber auch hier, jedem Tierchen sein Pläsierchen, wenn Sie damit klarkommen, machen Sie es. Ich nehme hier, was wir hier sehen, sind bis auf die Bänder. Der John, der kommt ja jetzt, ich glaube am 25. März, kommt, wenn er kommt. Wir wollten uns verabreden, der kommt aus Paris und am 25. hat er hier irgendwo ein Treffen, aber am 28. Edda, da sehen wir uns, ist hoffentlich Börsentag in München. Und übrigens, wenn Sie da Edda und mich sehen, ja, sprechen Sie ruhig an, Sie können uns auch gerne zum Kaffee einladen, wir mögen das. Bollinger ist 83, der Rest ist teilweise 78 oder die Oszillatoren 1954. Der Parabolik ist, glaube ich, ich weiß es nicht, irgendwann späte 80er, Anfang 90er Jahre, ist nicht mein Ding. Okay, und jetzt kommt dabei noch eine Anmerkung dazu, den Relative Strength Indicator könntest du schon nehmen, oder? Ja, klar. Es ist, ja, kann man machen. Also, es gibt ja die relative Stärke einer Aktie gegen den Markt und es gibt die relative Stärke in sich, RSI von Welles-Weiler. Welles-Weiler war Welles-Weiler war Immobilienmarkt, und sein Hobby war der Weizenhandel. Und deswegen hat er da sein RSI gemacht. Ich persönlich mache das RSI nicht, weil es mir zu wenig Signale gibt. Da habe ich auf Tagessicht vielleicht 5 Signale im Jahr, mehr habe ich nicht. Deswegen nehme ich es. Stochastik ist mir da lieber. Aber auch hier, Geschmackssache. Ganz klar. Okay, dann noch ein Hinweis, TUI verlässt den FTSE, minus 3% schon, wäre gerade über den Ticker gelaufen. Sehe ich jetzt hier nicht, vielen Dank für die Info. Ja. Und noch eine Frage zur Warta zurück, was denn da mit dem Moneyflow-Index wäre? Kann ich nicht zu sagen. Also da alles, was ich sage, wäre jetzt dann im Reich der Spekulation, bin ich nicht drin, tut mir leid. Dann gibt es noch eine kleine Liste mit Wunschwerten, aber ich denke, die schicke ich dir einfach, die kriegst du und dann können wir das ja auch beim nächsten Mal aufgreifen. Und ich gucke jetzt nochmal, da ist noch was. Ah, dann kommt ein Danke, da hätte jemand sehr viel gelernt. Danke für das Feedback, freut uns wiederum. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann ist genau das jetzt der Moment hier. Oh, das verstehe ich gar nicht. Ich lese es einfach mal vor. Habt ihr das Market Profile?
Sagt dir das was? Was für ein Market Profile? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Aber danke auf jeden Fall. Ich bin jetzt in der Materie nicht so tief wie in anderen, deswegen gebe ich manches einfach nur weiter. Nochmal ein Danke und jetzt hier noch eine Anmerkung. Man könnte den Relative Strength Indicator aber auch kleiner einstellen, damit er bessere Signale liefert. Ganz klar, ganz klar. Ich sage halt, jeder hat da sein. Viele von den Ja. älteren nehmen die relative Stärke. Meistens mit 14er Einstellung. Ist nicht meins, wie gesagt, es gibt, weil ich nicht so viel mit LJ-Wellen mache. Also da bin ich halt nur, vorhin hatte ich ihn erwähnt, den Ronny Raudis, der hilft mir da ein bisschen dabei, der bringt mir das bei. Also auch wenn ich farbenblind bin und erklärt mir da ein bisschen was zu. Ich selbst benutze die RSI nicht, habe das lange gemacht. Ich bin irgendwann. Ich glaube, 1995 habe ich mich zur Stochastik rübergezogen. Der Ronny war auf jeden Fall dabei und hat auch kommentiert. Prima, Webby. So, jetzt aber Danke. nochmal zu den Relative Strengths eine Anmerkung zu dem Market von eben. Das wäre das Price-Volume-Profile. Mache ich nichts mit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil, ob ich das jetzt auch richtig, ich verstehe, ich weiß, was das ist, aber ich habe damit noch nie. Ich habe damit noch nie gearbeitet, deswegen ich könnte dazu wenig sagen. Aber das schreibe ich mir mal auf Price Market Wallfire. Ich gucke mir das mal an. Vielleicht kann ich dazu das nächste Mal was sagen. Price Market. Hab ich. Dann gucke ich mir das an. Tut mir leid, also da bin ich jetzt nicht firm. Okay, Bin ich ich glaube, altbacken. das war's jetzt. Soll ich nochmal? War doch eine noch. Ah, noch eine Frage nach einem Wert. Das machen wir dann das nächste Mal. Ich gebe das weiter. Und Gut. vielen, vielen Dank an Christian. Vielen Dank an die großartige Ausdauer auf den anderen Seiten dieses unserer beiden Kameras hier und dieses Systems. Und ich schicke allen die Aufzeichnung zu und ich hoffe, wir machen das wieder. Christian, wir machen das Ja, wieder. ja, 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 ja. Ah, Ja, okay. Und Das macht sprechen schon wir uns dann. Spaß. Mir macht es Spaß. Ja, wir sind beide in München auf dem Börsentag. Hoffen wir mal, dass der stattfindet. Zu Hinweis, falls das jemand hier noch nicht mitbekommen hat, der Kapitalgipfel am Freitag, also übermorgen, ist verschoben. Wiener Börsentag ist verschoben und der Düsseldorfer Börsentag sind beide verschoben. Hoffen wir mal, wir sehen uns dann in München und wenn nicht, spätestens auch bei diesem nächsten Webinar in dieser Folge. Christian, noch Schlussworte von dir? Nicht wirklich. Ne? Ich würde auch gerne. 28. März, ich hoffe, dass das klappt. Und vielen, vielen Dank an alle Leute aus meinem Chat. Ja. Vielen Dank, Christian. Schönen Abend noch. Tschüss. Simon Betschinger noch einen schönen Gruß. Ich habe dich nicht geschlagen. Ja. Er hat dann doch ein paar mehr Leute gehabt als wir. Aber nur unwesentlich. Ja. Ich kriege dich noch. Ne? Alles Gute, Nächstes schönen Mal. Abend. Bye bye. Tschüss. Tschüss.